ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Ooh, here we go. Welcome to Cabal Vision for a crazy session of Blood Bowl. And we're talking crazy. Ja, und ihr fallt mir ins Wort, ihr beide. Huhu, wieder beim Koali und bei Blood Bowl 2. Wir spielen mit der Nurple Chaos Squad gegen die Greenskin Skulls. Ganz schnell, zack, Partie starten. The team knows its opponents. We can launch the game. Korrekt. Orks schon wieder. Also es ist halt, I hope you prayed to Nuffle. I know I have. Now let's play! Ja. Ist halt so, dass man hat halt wenig Teamauswahl. In der momentanen Version des Spiels. Da kann es schon sein, dass man ein paar Mal dasselbe Team trifft. So, verteidigen. But they also know how to play the ball. Stay away from them or hit harder. So, wir haben wieder das Übliche. Wir haben hier einen Schwarzorg, der kann Tackle durchbrechen. Das heißt, der kann besser ausweichen. Der weicht aus auf seine Gewandtheit. Einmal pro Zug. Okay, Schwarzorg, wer nichts kann. Hier haben wir einen Knochenbrecher-Blitzer, der ist gefährlich. So, noch ein paar andere Blitzer, die nichts weiter können. Ein Gobbo und ein Werfer mit Ballgefühl und Wurfsicher. Alles klar. So. Wir wechseln unseren Chaoskrieger, wenn wir eigentlich mal einen hier. So, wen haben wir jetzt dafür rausgenommen? Den Umbreon. Ja, das ist okay. Weil der ist ja eh so verletzt. Einstellung bestätigen. Okay. Dann gucken wir mal. Was das hier bringt. Perfekte Verteidigung. Wir dürfen uns neu positionieren. Okay. Dann gehen wir doch mal weg von dem Troll, würde ich sagen. Nicht wahr? Und hoffen, dass er sein Sau blöd verpatzt, wenn er was machen will. Ball schön weit hinten beim Gegner. So, auf den hier müssen wir also aufpassen. Der ist ziemlich fies. Knochenbrecher ist immer eine schlechte Sache. So, der kann nichts weiter, ne? Der kann nur Block. Okay. Er hat sein Sau blöd geschafft. Nee. Und Ball aufheben. Oh, the ball has been lost. Ha! Direkt mal ein Turnover. Perfekt. So, dann können wir ja starten mit dem Hauen. Alles klar. Hier an die Seite folgen. Und hier direkt weiter. Sehr schön. Zu Boden mit dir. Werf den Purschen zu Boden. Sehr schön. Das war der Koali, der hatte ja auch einen Aufstieg gehabt und hast ausweichen. Aha, okay. Ukise. So. Ja, dann einmal hier nach vorne mit dem Cartman. Und einmal drauf geknüppelt. Auf diesen Blitzer. Keep pushing. Alles klar. So, der Lestrak Dark darf sich jetzt erstmal hier gegen den schlimmen Blitzer hier vergnügen. Aber er pusht ihn nur zur Seite. Okay. Bam, weg mit dir. Okay. So, dann machen wir mal, den Blitz haben wir jetzt schon gemacht.
Dann wollen wir den Troll umhauen. Wenn wir versuchen, den Troll mal umzuhauen. Das geht allerdings nur, wenn wir hier ausweichen. Ausweichen, sag ich. Ausweichen mit dem Wiederholungswurf. Jawohl. So, und jetzt Plastiklöffel, hau den Troll. Come on, guys, together. Und folgen. Good call. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was still playing. Okay. So, Einserblock. Einserblock gegen den Troll, ne? Jawohl. Einmal den Troll zu Boden schicken. Und folgen. Bam. So, und dann haben wir den kleinen Gobbo noch, weil wir es können. Come on, guys. Team Spirit is the key. Well, except for me, obviously. Und bleiben. Um die Schwarzorks ein bisschen zu blocken. Und dann war es das dann schon wieder für unseren Zug. Wir stehen nicht sonderlich gut da, finde ich. Aber wir haben ein paar Orks zu Boden geschickt. Hier die Mitte sieht nicht besonders gut aus. Okay, diesmal hat er den Ball aufgefangen. Der Troll möchte blitzen. Okay. Autsch. Auch der Frank wird zu Boden geschickt. Und auch der Kuriminus muss leider auf den Boden. Und ist verletzt. Nein. Aber hat keine langfristigen Auswirkungen. Das heißt, wir benutzen unseren Apotheker nicht. Wir haben ja noch den Umbron in der, auf der Ersatzbank. Der wird dann mal reinkommen. So, wir sind wieder dran und hauen natürlich den Blitzer hier erstmal vom Feld. Raus, ab in die Zuschauerränge. And into the crowd they go. I wonder if we'll ever see them again. So, den hier hauen wir auch. Schön an den Feldrand. Den kann ich nämlich nicht leiden mit seinem Knochenbrecher. So, und einmal hier mit zwei Go-For-Its zum Ballträger. Ja, alles klar. Den Schwarzorg hier einmal blocken. Also nicht blocken, 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 sondern verhindern, dass er sich ungehindert bewegen kann. So, dann hauen wir den. Jawohl, Blitzer schön zu Boden schicken. Bam. So, was machen wir jetzt? Ein Einserblock gegen den. Wir können auch noch einen Blitz anwagen. Gegen wen könnten wir denn? Wir könnten gegen den Troll blitzen. Wenn wir blitzen gegen den Troll. Und Unity is strength. Ah, Wiederholungswurf Doppel-1 ist immer scheiße. Okay, wir schieben den Troll nur. Ja, nach hinten und bleiben hier. I don't see how he'll be able to stop it. So, und dann gehen wir hier mit dem raus. Ah, okay. Das war zu Elfen-like. Elfen machen das ganz gerne einfach irgendwie am Ende halt aus allen Tackle-Zonen raus und man hat ja nur einen Blitz, ne? Und wenn keiner von denen dann in irgendeine Zone rein drin steht, dann kann man auch nur einen schlagen. This is going to be decisive. So. One less annoyance. Ja, der Cartman geht leider zu Boden und ist auch noch gelähmt. Und der Ball Carrier geht weiter nach vorne. Aber hier in der Mitte stehen wir dann eigentlich dann doch ganz gut. So, der Gobbo geht daneben. Troll schafft leider seinen Wurf. Okay, da ist der Cage. Vollendet, würde ich sagen.
hinten schieben. Look, Twinkle Toes there. Okay, wir sind wieder am Zug. So, das erste, was wir machen, wir unterstützen hier den Chaoskrieger gegen den Schwarzorg und hauen den Schwarzorg gleich. Und dann erstmal den bösen Knochenbrecher-Typen hier aus dem Feld entfernen. Den können wir nämlich gar nicht gebrauchen. You know, offense may solve this problem. Und er ist sogar verletzt. Perfekt. Und verliert einen Punkt an Stärke. Haha, super. Super, super. Okay, dann... Es gibt leider keine Starspielerpunkte, weil das halt von den Zuschauern gemacht wurde, aber... Na gut. So, hierhin bitte. Und folgen. Alles klar. So, dann... Backfisch. Hier einmal gegen den Gobbo. Der ist die schwächste Stelle am ganzen Cage. Hat allerdings Ausweichen. Folgen. Okay. Dann unterstützen wir hier noch den Chaoskrieger von dem Block gegen den Schwarzorg. Mal verfolgen. This player, the attacker. Smells weakness. Und dann gehen wir hier noch einmal rein, dass er nicht unterstützen kann. Und wir gehen hier hinten hin, dass der nicht ohne weiteres unterstützen kann. Haben jetzt keinen im Backfield und machen noch einen risky einer Block gegen den. Okay, schieben ihn weg. Und bleiben stehen. Alles klar. Und beenden den Zug. So, wir haben einen am Ballträger stehen, aber der ist jetzt nicht sonderlich gut geschützt und so. Na, da kommt er mit seinem Blitzer rüber. Toll. Jawohl, der Trau, endlich mal saublöd. Sehr schön. Hat auch damit den Blitz verschwendet. So, der Gobbo. Loosen the cage and let the pretty little dove, I mean the ball carrier, go. Er muss jetzt hier den Cage halt so ein bisschen aufbrechen, weil er halt überall hier gebunden ist und so richtig kann sich der Cage auch nicht nach vorne bewegen. Und wie es aussieht, schafft es auch nicht richtig, unsere Teammitglieder hier zu Boden zu reißen. So, Cartman einmal nach hier hinten. So. Der hat momentan keine Tackle-Zone. Das heißt, wir können hier einen Blitz machen mit dem Chaoskrieger. Auf den Ballträger. They'll need to get rid of the ball. Now there's pressure on them. Perfekt. Einmal nach da und folgen. That's the way. Get him early. Ja, der Schwarzorg kann den Ball nicht vernünftig aufheben. Läuft. So. Dann brauchen wir jetzt noch Druck auf den Ball. Wir stellen uns nach hier. Und der stellt sich nach hier. Ach Mist, das brauchte ich gar nicht, der stand eh schon da drin. Alles klar, wir hauen den Blitzer um. Alles klar. So. Ein Schwarzorg. Den Schwarzorg hätte ich gern auch noch umgehauen. Haut den Schwarzorg. Einmal zurückschieben. Er steht immer noch am Ball. Und wir bleiben aber an dem Ball. So, jetzt haben wir noch ein paar Einzelblocks. Einmal schieben, schön Richtung Zuschauer schieben. Wer weiß, für was es gut ist. Und hier außen. Ah, das ist kein Einzelblock, aber das ist ein Einzelblock hier. Und auch den schieben wir nur Richtung Troll leider. Und
folgen ihm. So, das lassen wir jetzt mal hier so stehen. Alles klar. So, wir haben zwei Leute am Ball. Den Gegner nur einen. Okay, hier kommt der Zweierblock vom Schwarzorg gegen Mischka. Ah, Mist. Mischka ist verletzt. Keine langfristigen Auswirkungen. Okay, das ist auch okay. Okay, hier ist in drei Tackle-Zonen reingelöst. Was könnte er machen, weil kleinwüchsige Spieler wie Goblins ignorieren die Tackle-Zonen beim Ausweichen. Das ist mal ganz cool. Okay. Noch ist alles im Rahmen. Cartman ist gelähmt. So, und wir sind wieder dran. Aufstehen. So, auch hier aufstehen. So, der muss weg. Hier haben wir einen Einserblock. Erstmal hauen wir den Gobbo hier weg. Der nervt. Weg mit dir. Und wir bleiben aber stehen. So. Der ist eine Tackle-Zone. Das heißt, wir müssten hier einen Zweier haben. Ja, haben wir. Okay. Folgen. Noch ist er nicht weg vom Ball. Aber jetzt gleich. Pass auf. Ach, Mist. Wir haben keinen Blocken, das heißt, den müssen wir wiederholen. Weg vom Ball mit dir. Folgen. So. Backfisch mit extra Armen, komm. Haben wir auch gebraucht, sehr schön. Und jetzt hier zack, weit weg von den ganzen Orks. Richtung Endzone. Den Schwarzork hier werden wir nochmal hauen. Und weiter Richtung Zuschauermenge schieben. So, jetzt haben wir hier noch einen Block. Mit dem Samur. Aber auch der schiebt nur. Folgen. Alles klar, gut. So, die werden jetzt... Der braucht einen Go-For-It bis zum Ballträger. Der braucht zwei Go-For-Its bis zum Ballträger. Und der auch. Alles klar. Der Gegner hat noch zwei Wiederholungswürfe. Sieht gut aus. Wir haben den Ball. Wir stehen weit weg von den Orks. Leider aber auch von unseren Leuten. So, jetzt kommt der Blitz mit zwei Go-For-Its. Schade. Nicht gut. Es ist jetzt natürlich auch schwer, wieder aufzustehen und zum Ball zu laufen. Und blocken. Der Samur hat aber blocken. Sehr schön. Hau den Troll. So. Erstmal stehen wir hier auf und laufen Richtung Ball. So, dann stehen wir hier auf. Dann... Wird der mal hier ein... Nein, 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 nein! Ach, verdammt. Dieses Spiel manchmal, ne? Er sollte den blitzen und nicht daran vorbeilaufen zum Ball. Mann. Das wäre gut gewesen. Blitz zum Boden und dann hätte ich sogar vielleicht hier mit Backfisch und den Mehrfacharmen hier den Ball aufheben können. Ah, ist das ärgerlich. Das ist echt ärgerlich.
Ah, der Samu hat Block. Zurückgeschoben. Aber das, was hier passiert, ist momentan relativ uninteressant. Solange sich da keiner verletzt. Ja, der Gobbo haut den Chaoskrieger um. Auch eine seltene Sache. Und wir hauen jetzt den Ork. Wiederholt. Ja, die hauen sich gegenseitig. Auch gut. So. Aufstehen. So, jetzt aber bitte hier ein vernünftiger Blitz. Den Cartman. Sehr gut. Wir haben nämlich Block. Oh nein. Ah, ich hätte es nicht so gern gehabt, dass er den fängt. Hm. Naja, wir haben danach noch einen Zug. Backfisch nach hier. Schon mal hier gegen den. Alles klar. Hier stehen wir auf. So, hier einmal unterstützen. Und Tackle. Leider nur schieben. Und folgen. Aber hier ist der wieder frei. Und kann sich hier an den dran stellen. So, jetzt dürfte das Ganze nicht mehr ganz so einfach sein, hier Leute dran zu stellen. Den Gobbo können wir noch hauen. Adversaries like that. I hope he knows what he's doing. Folgen. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. So, und dann beenden wir unseren Zug. Noch ist der Touchdown möglich. Wir haben den Ball wieder. Der Gegner ist in Tackle-Zonen. Die Greenskins haben keinen Wiederholungswurf mehr. Nur Agility 3. The attacker has an assist. Hier wird wieder der Chaoskrieger gehauen. Das ist alles total egal hier, was hier passiert, solange die Chaoskrieger nicht verletzt werden. So, wir sind dran und wir können scoren. Wir haben einen Wiederholungswurf. Backfisch ist das? Wer ist das denn? Cartman? Die haben halt beide schon so viel Starspielerpunkte, nicht wahr? Aber sonst kann keiner scoren. Das heißt, wir blitzen wir nochmal. Nee, wir machen mit Cartman jetzt. Wir machen mit ihm hier. Hallo? Cartman jetzt den Touchdown. Boom! Must be extremely frustrating, don't you think? And it's gone! The match is launched for real! Yay! Halbzeit. Wir führen 1-0, kriegen jetzt den Ball. They're short of one player. That's a gap that can be filled. They kicked the ball to the winning team. But they have to keep their heads, because it'll be on the way back to them soon enough. Wir wollen eigentlich keinen bei dem Troll richtig so stehen haben. Nehmen wir hier. Der Endguy mit einem immer noch irgendeinen ohne Starspielerpunkte. Eigentlich nicht, ne? Beru. Umbrion ist jetzt auf dem Feld. Wir gehen natürlich auf die Seite, wo der Gobbo ist. Das ist die Seite, die einfacher ist. Wir haben noch den Chaoskrieger, der hier denn noch keiner hat, ne? Der Chaoskrieger könnte eigentlich mal nach hier gehen. Nach außen. Und dann hoffen wir, dass wir mit ihm einen Touchdown erzielen können. Plastiklöffel auch noch vorne. Und unser Ballaufheber vor dem Herrn Backfisch mit den extra Armen.
So. Brillantes Training. Wir kriegen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Perfekt. Alles klar. Gut. Einmal hauen wir den Schwarzorg. Schwarzorgs sind eigentlich fast dasselbe wie bei uns die Chaoskrieger. Wir haben nur eine schlechtere Agilität. Und keinen Zugriff auf Mutationen. So. Dann der Engai, der Umbreon, Koali, Beru, Plastiklöffel. Ah, der Cartman ist jetzt hier ganz außen. Ja, ist nicht so gut. Einmal hier neben dem Blitzer. So, das ist ein Schwarzorg, ne? Yep. Das heißt, wir versuchen jetzt erstmal den Gobbo hier zu tackeln. Sehr schön. Folgen. Schade. Und den Schwarzorg werden wir auch noch unter Bedrängnis bringen mit unserem Chaoskrieger. Umbreon ein bisschen weiter weg von allem. Beru in die Mitte. Und hier noch einen Tiermenschen zur Unterstützung hin. Falls der auf die dumme Idee kommt, hier nochmal ordentlich zu prügeln. So, Ball aufheben. Who could imagine that a foul deformity of the body would be so effective on a Blood Bowl pitch? Hm. 33% beim Passen ist mir zu viel. Ist keine gute Chance. Ne, wir beenden den Zug. Jetzt könnte natürlich der Troll hier zu uns rüberlaufen, aber ich hoffe mal, dass der seine Sau blöd verpatzt, wenn er denn laufen will. Die Schwarzorks sind auch nicht besonders schnell, das ist auch noch ein Unterschied zu den Chaoskriegern. Die Schwarzorks haben eine Bewegung weniger. Also die Chaoskrieger sind da schon überlegen. Aufstehen, jawohl. Und der Troll mit dem Blitz. Ah Mist, der schafft den Blitz. Aber mit einem Go for it. This could be a sap. I love it when that happens. Perfekt. So, jetzt wollte er einen Reroll einsetzen. Für seinen Go for it wahrscheinlich. Aber er ist Einzelgänger. Das geht manchmal dann in die Hose, wie wir gerade gesehen haben. So. Dann hauen wir doch mal den Schwarzorg hier. Dahin. Bleiben da stehen. Und hauen den Ork aus dem Spiel. Und wir bleiben natürlich stehen. Der ist K.O. Das Einzige, was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass da noch eine Gobbo steht. Das ist nicht so geil. Stellen hier noch einen Tiermenschen hin. Und hier noch einen Tiermenschen hin. So, und dann Backfisch nach vorne. Und der Pass, es ist diesmal ein schneller Pass, der sollte doch gehen mit einem Wiederholungswurf. Komm, Wiederholungswurf. Was schaffst du? Schaffst du das den Pass? Och nein! 67% wiederholbar. Och je, Backfisch. Irgendwie haben wir gegen die Ork-Teams nie so richtig Glück. Wenn ihr euch erinnert, die Dunkelelfen, da ging das besser. Aber die Orks haben auch die bessere Rüstung, obwohl die haben eigentlich dieselbe Rüstung bei vielen. Rüstung 8 haben die Dunkelelfen auch. So, der Gobbo. Mhm.
mal einen Schieben für den Frank. Ja. Und jetzt versucht er, den Ball aufzuheben. Gegen eine Tackle-Zone. Ach klar, nö, sicher. Es war jetzt wirklich unwahrscheinlich, dass er das schafft. Und trotzdem hat er es gemacht. Nicht gut. Bleibe stehen. So, der Blitz gegen den Ballträger. All this focus on the ball is against the spirit of the game. Give me more random violence. So. Einmal den Gobbo schlagen, komm. Schlag den Gobbo. Und folgen. The fans are rabid, and so am I. Just one more step. Oh, den Gobbo, komm. Oh, wir schieben den nur hier vor uns her, das ist nicht gut. Bleiben. One more step and... Ja, dann bist du weg. Hier, weg, raus mit dir. Oh, he's going to get intimate with the fans. I hope they're not too excited. So, dann versuchen wir doch mal mit dem Chaoskrieger das Ding jetzt hier aufzunehmen. Ja, der schafft das. Und mit dem Go for it gehen wir nach hier. That's a dangerous place to be. Nö, das ist eigentlich nicht. Blitz haben wir schon gemacht. Der steht da eigentlich sonst ganz gut. Hier können wir noch einmal aufstehen. Und hier können wir noch aufstehen. Das hätten wir eigentlich einen Anfang machen müssen. So, die stehen alle schön in Tackle-Zonen. Der ist am Boden. Zug beenden. Und der Chaoskrieger, den wir wollen, dass er scored, hat auch den Ball. So blöd. This player should be brain transplanted. Ja, jetzt ist das erste Mal, dass uns das Ausweichen-Skill hier entgegenkommt. Ja. Beide zu Boden. Ja, das ist cool. Turnover ist immer gut, wenn es nicht uns passiert. Aufstehen. So, der möchte jetzt auch in die Zuschauer gepusht werden. Folgen. Freut sich jetzt ganz kurzfristig, dass er neben dem Ball steht, aber nicht lange. So, dann ein Blitz gegen den hier. Sehr schön. Und bleiben. K.O. Perfekt. So, und der Chaoskrieger, der Letzrak, einmal nach vorne. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, the last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. Och, was. So, ja, der Frank und der Samu, die müssen jetzt ein bisschen hier aushalten, aber gut, zu beenden. Läuft gut. Der Ball ist gut beschützt. Einmal. Und pff, nichts passiert. So, jetzt versucht er uns hier den Weg zuzumachen. Aber so viele Orks hat er da nicht mehr viel über. This player, the attacker, smells weakness. Ja, weil zwei beschäftigen sich hier mit einem Chaoskrieger an der Seite. Hier kommt auch gleich noch unsere Verstärkung. Er ist frei.
Das heißt, wir werden mit ihm hier den blitzen und auch versuchen, den jetzt in die Crowd zu schieben. So, hier mal hier. Folgen. So, und einmal weg mit dir oben vom Feld. Bleiben. Oh, he's going to get intimate with the fans. I hope they're not too excited. So, du stehst auf. Dann gehen wir einmal nach vorne. On the edge of the field there, within grasping range of the fans. And they're looking hungry. So, und hier kommt meine Verstärkung. Verstärkung. Ah, das ist gar kein Schwarzorg. Hätte ich gar nicht gebraucht. Auf jeden Fall. Ah, der ist ein Blitzer. Wir folgen. So, hier unten der Troll. Auf 4 plus ist der saublöd. Das ist in Ordnung. Sieht gut aus. Ich glaube nicht, dass wir das Match noch verlieren. Also verlieren, wenn wir es. Nee, verlieren werden wir es nicht mehr. Unentschieden ist bei viel Pech noch drin, aber verlieren werden wir es nicht mehr. Samur ist am Boden. Cartman wird auch zu Boden geschleudert und ist gelähmt. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Is the assist gonna be enough to come out on top? Folgen. Warum läufst du denn da außen rum, Mann? Du gehst jetzt hier hin und blockst den. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Okay, das war jetzt dann doch Glück. Den hätte ich echt nicht mehr im Blick gehabt. So. Jetzt schinden noch ein bisschen Zeit. And in general, fans are much more dangerous than players. So. Blitz haben wir schon gemacht. Aufstehen. Hier haben wir noch einen Einerblock. Beide gehen zu Boden, ist okay. Und der ist sogar K.O. Perfekt. K.O. reichte leider nicht für einen Starspielerpunkt, aber... So haben wir nur noch zwei Orks gegen unseren Ball. Können hier noch ganz lange hinten ausfahren. Wenn ich jetzt 11 wäre, hätte ich schon längst hier 1000 Mal hin und her gepasst, aber das ist mir zu risky, auch wenn wir noch 4 Wiederholungswürfe haben. 4 kann hier nicht mehr passieren. Ja, er schiebt den jetzt so langsam hier Richtung aus. Gefällt mir nicht. So, mal hier neben. So, und mit Glück holen wir den jetzt auch nach draußen zu den Fans. Folgen. Keep pushing. So, hier einmal hier rüberlaufen. Und, na. Und, ab zu den Fans. Bleiben. You know, a fence may solve this problem of players being eaten by the crowd. Just a thought. Weiter weg vom Ball. Bam. Und einmauern mit dem Chaoskrieger. So, der versucht jetzt hier mal seinem Schicksal zu entgehen. Ja, gut ausgewichen. Okay. So, und jetzt werde ich... Komm hier, pass. Perfekt. Und wieder zurückgeben. Fangen den Ball.
is handed off and play continues. Dafür haben wir ja unsere Wiederholungswürfe. Alles klar. Zu beenden. Ein Star-Spielerpunkt für den Lesrak. Wieder der Blitz. Oh, ich hab Block, du nicht. Okay, aber er hat noch Wiederholungswürfe. Das Schlimmste, was jetzt hier hinten noch passieren kann, dass wir den Touchdown nicht mehr machen. Aber wir haben ja noch Wiederholungswürfe. Schieben. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Na, hoffen wir mal, dass das fällt jetzt hier. One side got superior numbers. Always good for a laugh. Yeah. Alles klar. Let's finish on an upbeat and violent note. Komm, dann machen wir jetzt den Touchdown. It's a touchdown! Oh, that's hard. This looks like the end. They can't catch up such a big gap. Boneheads are back. Well, at least the ones that can walk. They're down a player. Easy to replace. Important thing, gotta keep possession of the ball, not lose it. Strike back would be terrible. So, dann schauen wir doch mal. Dass wir die Spieler alle wieder nach hinten ordern, dass sie ein bisschen außer Reichweite der Orks sind. Die drei da vorne an der Linie haben es eh immer gefressen. Ah, ich mag das nicht, dieses... Die hätten das so machen sollen, dass man die Spieler platzieren kann und dass die dann irgendwie aufs Feld laufen, dass man dann diese tolle Laufanimation noch einmal für das gesamte Team hat. Aber so ist, finde ich das echt nervig. So, schreiben mich hier Leute an. Und wir haben wieder einen Wiederholungswurf, den brauchen wir noch nicht mal. Touchback! I've often wondered, Bob, who would win in a fight between you and Morgenthau? Contractually, I'm not allowed to say, Jump. Suffice to say that the matter has already been settled. Ja, das ist wieder der letzte Zug des Computers. Wir hoffen, dass sich keiner mehr verletzt. Wir haben aber auch einen Apotheker. Der Troll ist noch. Das tut mir noch ein bisschen, der arme Beru hier. Ein Einser-Block gegen den Chaoskrieger. Hat er Glück gehabt. Aber doch noch ein Wiederholungswurf. Ja, gelähmt. Geschenkt. You can always trust a Black Orc to bring the pain. Und der Troll als letztes gegen Beru. Ist so blöd, ja, perfekt. Der Wiederholungswurf hat alles gebracht. An incredible match. I thought my heart would almost beat on more than one occasion. In die Geschichtsbücher eingetragen. So. Wir wiederholen das Ganze nochmal. Haben wir ein bisschen mehr Kohle rausgeschlagen, ist in Ordnung. Fanfaktor wieder plus 1. Enough of jockstrap, Jim. We have a new ranking player. Okay. Und der Samur hat einen MVP bekommen, das ist gut. Der braucht jetzt noch einen Touchdown, dann kriegt er wieder eine Stufe.
bei dem Gegner hier den Blitzer, der noch nichts hatte. Ist okay. Wir schließen mal das Ganze hier. Gucken nochmal, hat irgendjemand einen Up für uns bekommen? Ich glaube nicht diesmal. Nee. Ja, diesmal gehen wir dann ohne Level Up ins nächste Spiel gegen Hochelfen, die Bright Featherers. Okay, Hochelfen sind genau ganz schön fies, aber das werdet ihr beim nächsten Mal sehen, wie der heißt. Blood Bowl 2. Bis dahin, erfahren euer Quali. Tschüss. Yeah.